Hallo Dino, hallo Dina. Wow, ihr habt euch ja schon beide für Halloween verkleidet. Heute sind eine Menge Geister unterwegs. Habt ihr Lust, sie euch anzuschauen? Großartig, auf geht's. Schaut in den Himmel, Leute. Mal schauen, wie viele Geister unterwegs sind heute. Eins. Zwei. Drei. Ich bin sicher, da sind noch andere Geister. Lasst uns auf den Hügel klettern und nach ihnen suchen. Nur keine Eile. Es ist doch kein Wettrennen, Leute. Könnt ihr Geister entdecken? Vier. Fünf. Sechs. Gut gemacht, Dino und Dina. Ihr habt heute so viele Zahlen gelernt. Könnt ihr euch noch an sie erinnern? Das ist richtig, Dino. Ihr habt die Zahlen 1, 2 und 3 gelernt. Ja, Dina. Und 4, 5 und 6. Ihr habt euch beide eine kleine Überraschung verdient. Fröhliches Halloween, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Dino. Hallo, Dina. Wow, wie ich sehe, seid ihr beide für Halloween verkleidet. Habt ihr Lust zu lernen, wie man eine Kürbislaterne schnitzt? Das könnte Spaß machen. Großartig, dann fangen wir an. Okay, ihr habt beide einen Kürbis. Als erstes müssen wir den oberen Teil abschneiden, damit wir den Kürbis aushöhlen können. Was brauchen wir dafür? Genau, wir brauchen den hölzernen Kreisschneider dafür. Du bist an der Reihe, Dina. Großartig, jetzt müssen wir den Kürbis aushöhlen. Was brauchen wir, Dina? Das ist richtig, den hölzernen Löffel. Okay, jetzt wird es interessant. Wir müssen dem Kürbis ein Gesicht malen. Und dafür benutzen wir die Plätzchenformen. Welche willst du benutzen, Dino? Oh, ein Dreieck für die Augen? Großartige Idee! Und was ist mit dem Mund, Dino? Ja, ein Halbmond für den Mund. Dein Kürbis ist so gruselig, Dino. Aber es ist noch nicht vorbei. Okay, Dina, du bist an der Reihe. Welche Formen willst du benutzen? Das Herz für die Augen? Das ist so niedlich, Dina. Und der Mund, Dina? Alles klar, ein Kreis als Mund. Dein Kürbis ist wirklich wunderschön, Dina. Okay, Leute, der letzte Schritt.
Wir brauchen Kerzen, um den Kürbis von innen zu beleuchten. Und jetzt können wir den Kürbis wieder verschließen. Wow, das habt ihr wirklich toll gemacht. Echte Kürbislaternen. Ihr habt euch beide eine kleine Überraschung verdient. Fröhliches Halloween, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Dino. Hast du Lust, mit Dina Verstecken zu spielen? Großartig, dann fangen wir an. Wo ist Dina? Ich denke, du solltest mal hinter dieser Mauer nachschauen. Da ist sie. Gleich nochmal. Weißt du, wo sie ist, Dino? Du hast recht. Sie könnte in einer dieser Schachteln sein. Versuch eine andere Schachtel, Dino. Gut gemacht, Dino. Auf geht's, Dina. Such dir ein anderes Versteck. Hast du schon eine Idee, Dino? Schauen wir uns den Müllcontainer mal etwas genauer an. Da ist sie ja. Auf geht's, einmal noch. Wo ist Dina? Aber natürlich, Dina könnte in einem der Büsche sein. Wir haben dich gefunden, Dina. Wir hatten heute viel Spaß, Freunde. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Hallo Dino, hallo Dina. Was für ein wunderschöner eingeschneiter Tag. Habt ihr Lust, heute etwas Neues zu lernen? Vielleicht etwas, das mit Weihnachten zu tun hat? Großartig! Ihr wisst, was zu tun ist. Drückt das Dino-Rad und wir sehen, was wir heute lernen werden. Schau, es ist das Zahlenfeld. Mal schauen, was als nächstes kommt. Oh, schau, es ist ein Zug. Ich frage mich, wo wir heute hinfahren. Schaut, Dinosaurier, es ist ein Weihnachtsbaum. Wir werden mit dem Zug nach Dingen für Weihnachten Ausschau halten und dabei Zahlen lernen. Hört sich das spaßig an? Großartig! Hört ihr den Zug kommen? Der Zug ist da! Springt auf, Dinosaurier, und dann können wir anfangen zu zählen. Dina, was hast du entdeckt? Das ist richtig. Ein Weihnachtspudding. Gut gemacht, Dina. Wir haben unser erstes Weihnachtsding gefunden. Siehst du auch etwas, Dino? Wow, Dino, du hast ein Weihnachtsgeschenk gefunden. Das ist unser zweites Weihnachtsding.
Du hast ein weiteres gefunden, Dina. Es ist ein Weihnachtsbaum und unser drittes Weihnachtsding. Sollen wir versuchen, noch ein letztes Weihnachtsding zu finden, Dinosaurier? Was meinst du, Dino? Du denkst, du hast noch ein Ding gefunden, aber du weißt nicht, was es ist? Fahren wir ein bisschen dichter ran. Vielleicht finden wir es ja zusammen heraus. Gut gemacht, Dinosaurier. Ihr habt es herausgefunden. Es ist ein Weihnachtsbraten. Unser viertes Weihnachtsding. Riecht der Braten nicht lecker, Dinosaurier? Wollt ihr ihn probieren? Macht nur, Dino und Dina. Ihr habt euch eine Belohnung verdient. Das Weihnachtsdinge-Zählen auf dem Zug hat eine Menge Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.